Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. Ich hier aus dem Schnitt. Ich habe im Stream einfach mal was aufgenommen und habe euch das jetzt ein bisschen zusammengeschnitten. Wollte schon am Anfang jetzt nur nochmal sagen, was in dem Video geht. Nicht, dass ihr einfach so reingeworfen werdet. Ich fahre da ein bisschen rum auf Streife und so. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Lasst gerne ein Abo da und ja. Ich weiß ja nicht, warum sie da stehen. Der sitzt gar keiner drinne. Na dann. Keine Stellfläche ist das hier, ja? Können Sie bitte schön Geld bezahlen an den Staat, ja? Danke sehr. Überall Falschparker. Es ist immer noch keine Stellfläche. Nur weil das jemand anderes macht, müssen Sie das nicht auch machen. Machen Sie hier schön was? Na, ja, ist rot, nicht rüber. Ich dachte schon, hier ist der nächste Falschparker. Hier ist ein Parkplatz. Aber hier ist ja auch der nächste Falschparker. Wie viel Strafzettel für Falschparker soll ich denn heute noch ausstellen? So. Sie sind zu nah an einem Fußgängerweg, ja? Ja. Kommen natürlich. Okay, ab zur Verkehrskontrolle. So. Nach Führerschein. Dankeschön. Sagen Sie doch mal her. Versicherungsschein haben Sie nicht? Okay. Waffenschein auch nicht. Heißt, wenn Sie eine Waffe dabei haben, kriegen Sie illegal Waffenbesitz, ja? Okay, dann können Sie den einmal zurückhaben. Versicherungsschein haben Sie ja nicht. Ja. Bleibt diesmal bei einer mündlichen Verwarnung, ja? Ja. Ich bin ja kein schlechter Polizist. Ein Alkoholtest, ja? Einmal bitte reinpusten, bis ich sage Stopp. Stopp. Das ist auch perfekt, um sicher zu gehen und einen vollständigen Einsatz zu machen, müssen wir noch einen Drogentest machen. Ja? Ich denke mal, Sie haben keine Drogen, aber wir müssen ihn trotzdem machen, okay? Ja, Sie schütteln mit dem Kopf, aber wir müssen natürlich den Anweisungen, ja? Okay, Sie haben nichts. Wir müssen natürlich den Anweisungen nachgehen. Ich möchte ja meinen Job auch nicht verlieren, ne? So, durchsuchen werde ich Sie jetzt einmal. Noch ein Kaugummi, okay. Dann dürfen Sie weiterfahren. Genau, allgemeine Verkehrskontrolle. Genau, hoffentlich haben Sie einen Führerschein dabei, ne? Versicherungsschein, der zweite schon. So, da Sie keinen Versicherungsschein haben, werde ich es jetzt einen Strafzettel Ihnen geben, weil ich habe keinen Bock mehr auf mündliche Verwarnung. Das hat auch nichts mehr mit einem guten Officer zu tun. Ja, traurig. Was denken Sie denn, wenn ihr keinen Versicherungsschein habt, wie es mir geht? Nervt mich. So, sollen wir bitte aussteigen? Auf dein noch, ich mache gerade eine Fahrzeugkontrolle und viele Kollegen von mir. Ein Bürgersteig, ja? So, dann werde ich einmal einen Alkoholtest machen, ja? Einmal bitte reinpusten, bis ich sage Stopp. Stopp. Ja, ich werde gleich kommen ins nächste PD. So, noch ein Drogentest. Ich weiß, die schütteln jetzt wieder mit dem Kopf. Aber ich muss es machen. Dann werde ich es jetzt noch einmal abtasten und dann können Sie gehen, ja, wenn Sie nichts dabei haben. Sie schwitzen ja so. Was haben Sie denn dabei? Nichts. Okay. Dann fahren Sie weiter. Meine Schicht ist um, nicht, dass ich noch Ärger bekomme, ja? So, schönen Tag, die Herren.
Erzählen Sie mir bitte einmal Ihre Sicht, ja? Von jenen die Ausrede, ne? Bleiben Sie einmal bitte kurz hier stehen, ja? Sagen Sie mir bitte auch mal Ihre Sicht von diesem Unfall, okay? Habt ihr euch abgesprochen oder was ist mit ihnen los? Antworten könnt ihr beide auch nicht. Perfekt. So, einmal bitte den Personalausweis, ja? Gucken, ob sie einen Versicherungsschein haben. Sie haben auch mal wieder keinen Versicherungsschein. Drei Leute heute schon. Ah, nee, das war gestern meine Schicht. Kein Versicherungsschein. Wie würden Sie das finden? Wie nervig. Wollen Sie mich auch gar nicht so angucken? Hier, nimm sie einmal bitte zurück, ja? Hier, einen Strafzettel, ja? Ja, natürlich. Was denken Sie, was Sie bei mir machen? So, ich werde jetzt einmal einen Alkoholtest bei Ihnen machen, ja? Sie haben nichts getrunken, okay. Noch einmal ein Drogentest, Sie werden jetzt wieder mit dem Kopf schütteln, aber ich muss das machen. Was denken Sie denn, wie es ist, den ganzen Tag gleich zu sein? Amphetamin. Aha. Am Steuer. Am Steuer, Amphetamin. Werde ich es noch einmal abtasten? Ah ja, ich mache gerade was anderes. Ein Klappmesser haben sie dabei. Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer? Nein. Genau. Nimm sie dann einmal fest, ja? Ich werde Ihnen jetzt einmal Ihre Rechte vorlesen, ja? Ich wollte Ihnen doch gerade die Rechte vorlesen. Was denn für Witze? Also, Sie haben das Recht zu schweigen. Ab 30 Monaten Haft haben Sie das Recht auf einen Anwalt. Und Sie haben das Recht auf Akteneinsicht. Haben Sie die Rechte verstanden? Alles klar, dann werden Sie jetzt einmal hier stehen bleiben. Ja, ich werde nochmal Ihr Auto durchsuchen. Was ja eh nichts bringt, Sie kommen eh in den Knast. Nein, immer noch nicht. Einmal das Fahrzeug durchsuchen. Ah, Klappmesser auch wieder drinne. Dann werde ich jetzt noch einmal Fotos machen von dem ganzen Unfall hier und dann den anderen befragen. So, hier einmal die Tür, was hier passiert ist. Unmöglich. Hier noch das. Und das Kennzeichen. Ah, sind nur auf dem Foto mit drauf. Keine Angst. So. Kann der ja auch abgeschleppt werden. Dann wird er einmal Führerschein, Versicherungsschein. Wenn Sie auch keinen haben, bitte einfach nichts dazu sagen. Heute schon und gestern genug Nicht-Versicherungsscheine gesehen. Und wenn Sie mich ärgern wollen, machen Sie es aber, wenn ich Sie festnehme, ja? Na, Sie haben einen Versicherungsschein, okay. Waffenschein nicht, alles klar. Das ist auch noch gültig. Ja, okay. Dann sagen wir mal, wieder haben wir. Dann werde ich jetzt einmal einen Alkoholtest bei Ihnen durchführen. Bitte reinpusten, bis ich sage Stopp. Das kennen Sie ja wahrscheinlich schon. Oh, und Stopp. Nichts dabei. Okay, dann werde ich jetzt noch einmal einen Drogentest machen. Bei der Dame habe ich gerade, war der Drogentest positiv. Deswegen werden wir das mit dem Kopf schütteln. Aber wir müssen es machen. Und Sie sehen ja, es hat Erfolg. Wir werden, denke ich mal, auch Sie freilaufen lassen. Weil sie hatte ja die Dame.
hatte ja Drogen am Steuer und der Unfall ist dann wahrscheinlich wegen ihr passiert. Trotzdem muss ich sicher gehen, dass sie auch keine Drogen am Steuer hatten, ja? Ja, okay. Ja, okay. Dann werde ich sie jetzt noch einmal abtasten. Bei Plastik und Müll schmeißen, wissen sie ja bestimmt. Die Autoschlüssel war. Genau, und einen Ball. Okay, dann werde ich jetzt noch einmal ihr Auto durchsuchen, ja? Ein Busticket, okay. Mit ihrem Auto können sie ja wahrscheinlich nicht mehr weiterfahren, ne? Ich lasse den hier mal abschleppen. Der war schnell, der soll schon abgeschleppt werden. Im Auto können sie nicht mehr weiterfahren wahrscheinlich, ne? Sie haben auch gegen nichts verstoßen, deswegen können sie laufen, ja? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und es tut mir natürlich sehr leid. Sie können sich gerne an das PD wenden wegen Versicherung und alles. Und ja, noch einen schönen Tag, ja? Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Fahren natürlich nicht, ne? So, ich werde jetzt einmal einen Abtransport für Sie holen, der Sie dann ins Kranken. Ich werde jetzt einmal einen Abtransport für Sie holen, der Sie dann ins Gefängnis bringt, der. Warum? Warum Ihr Auto abgeschleppt wird, das fragen Sie mich nicht, oder? Erstens hat es einen Totalschaden. Und zweitens, wie kommen Sie jetzt in den Knast? Immer noch nicht. Okay, dann warten Sie jetzt hier einmal auf die. Sie werden sich nicht bewegen, ja? Okay. Ich werde noch ein Auge auf Sie haben im Auto und ich hoffe, Sie machen keine Faxen, ja? Ich werde dann soweit fahren und schönen Tag und schönen Aufenthalt im Gefängnis. Oh, danke schön. Schönen Tag noch wünsche ich Ihnen. Ja, einmal das Auto, was qualmt, das sehen Sie ja wahrscheinlich nicht. Ich werde jetzt gleich wegfahren, dann können Sie das abschleppen. Und ich wünsche Ihnen im Vorhinein schon mal einen schönen Tag, ja?